Die beste Defensive gegen die beste Offensive. Zweiter gegen Dritter. Oder einfach ausgedrückt, Black Wings Linz gegen Vienna Capitals. Egal wie man es auch ausdrückt, es ist ein Topspiel. Und beide Mannschaften machen auch gleich klar, dass sie gewinnen wollen. Linz mit der ersten Chance, Kozek mit dem Schuss, aber Nathan Lawson hat den Puck sicher. Man merkt, es geht gleich hitzig zur Sache, aber die Strafen halten sich in Grenzen. 8 Minuten pro Team werden es am Ende sein. Dann die 11. Minute, mal der Versuch aus der Distanz. Dann Markus Fischer und Danny Bohr im Zusammenspiel. Danny Bohr dann mit dem Puck in die Mitte und dort steht Patrick Peter mit dem 1:0. Sein 7. Treffer in seiner Ebel-Karriere. Nach tollem Zuspiel von Danny Bohr, ob der so gewollt war, spielt ihn einfach mal blind in die Mitte und dann ist Patrick Peter ganz alleine. Doch die Linzer machen weiter Druck. 16. Minute, Dendes Silva auf Pichet und in der Mitte Kozek und im Nachschuss dann Brad McLean. Und dann versucht es nochmal Dendes Silva, aber der Schuss viel zu hoch. Jetzt noch 40 Sekunden zu spielen. Oliver Latendresse zu Rob Heisey fährt ins Drittel rein, dann macht er einen schönen Haken. Und hier kommt Fabio Hofer zur Scheibe und trifft zum 1:1. Sein 3. Treffer und 6. Scorerpunkt nach schöner Vorarbeit von Rob Heisey. Aber auch hier war etwas Glück dabei, denn hier verpasst Oliver Latendresse und dann ist Fabio Hofer als erster bei der freiliegenden Scheibe. 1:1 nach 20 Minuten. Und damit geht auch eine Serie weiter, nämlich keines der beiden Teams hat in dieser Saison mehr als ein Tor im ersten Drittel bisher erzielt. Doch der Mittelabschnitt, der liegt den Caps. Bisher 16 Tore, das ist überlegene Bestmarke. Aber hinten müssen sie aufpassen. Nathan Lawson mit dem Fehlpass und Andrew Kozek kommt hier fast zum Abschluss. Und hier sieht man sie diskutieren. Philipp Lakos und Nathan Lawson, hier ein kleines Missverständnis. Und Andrew Kozek kann es fast ausnützen. Die 38. Minute. Linz im Angriff. Jamie Fraser dazwischen. Dann der Pass nach vorne von Troy Milam. Und plötzlich ist Andreas Nödel ganz alleine. Doch Michael Usas kann den Schuss abwehren. Gute Parade des Schlussmanns. Dieselbe Minute. Philipp Lukas stellt hier Bein. Somit kommt der 6. Feldspieler aufs Eis. Daraus entwickelt sich diese Chance. Riesenchance nämlich. Clement Prettner alleine vorm fast leeren Tor schießt er die Scheibe hier in den Himmel. Der muss drin sein. Das war's nach 40 Minuten. So viel zum Thema Wiener Tormaschine im zweiten Drittel. Michael Usas war es egal, somit keine Tore im zweiten Spielabschnitt. Dann in die 42. Minute. Julian Großlercher will hier die Scheibe loswerden. Die kommt dann über Umwege zu McGregor Sharp. Der zieht einfach mal ab und der Puck geht durch die Schoner von Michael Usas. Und das 2:1 für die Auswärtsmannschaft. Hier nochmal die Entstehung. Etwas glücklich kommt da die Scheibe zu McGregor Sharp und plötzlich 2 gegen 1. Der Pass auf Simon Gamache wäre eine Möglichkeit, aber er zieht einfach ab und macht sein 3. Tor. Während wir die Wiederholung sehen, erzähle ich Ihnen etwas zur nächsten Szene, nämlich da gibt es eine Strafe für Curtis McLean, der den Puck aus der Luft über die Bande schießt und dadurch 2 Minuten wegen Spielverzögerung bekommt. Das anschließende Powerplay. Und da ist der Ausgleich in der 58. Minute. Andrew Kozek nach Pass von Sebastian Pichet lenkt er die Scheibe ab und trifft zum Ausgleich. Fraser bekommt die Scheibe nicht aus dem Drittel und dann spielen die Linzer das ganz fein, gut abgefälscht vom Topstürmer. Somit geht es in die Overtime, aber nicht mal 2 Minuten wird es da dauern. Nämlich dieser Herr, den wir jetzt sehen, Derek Whitmore, macht hier gut Druck auf die Scheibe.
Dadurch bleiben die Wiener im Angriffsdrittel. Jamie Fraser ist das, schupft die Scheibe mal Richtung Tor und da ist wieder Derek Whitmore mit dem Game-Winner. Sein 7. Tor in dieser Saison. Und hier sehen wir nochmal die tolle Entstehung. Jamie Fraser in seinem 200. Spiel für die Capitals machte das ganz schön und Derek Whitmore erzielt den entscheidenden Treffer. Die Capitals überholen damit mit dem 3. Sieg in Serie die Linz in der Tabelle und sind dadurch Zweiter. Sascha, wir freuen uns auf den Punkt, das ist kein einfacher Platz. Aber eigentlich waren wir näher zum 3-1, es Linz zu 2-2. Und wir haben den Bulli gewonnen und wir bringen die Scheibe nicht raus und kriegst du 2-2. Aber trotzdem, erste Drittel war offenes Spiel, beide Seiten. Meine Mannschaft, zweite, dritte Drittel, mehr relentless, sehr hart geforecheckt, turned over a lot of pucks. Leider haben wir nicht die Tore geschossen von so vielen Chancen. Aber gibt es viel Positives heute. Julian Grosslicker, großer Spiel. Der 2-1 geht auf sein Kappe, der ein super Spiel an der Blau gemacht. Benjamin Nissner, sein erstes Spiel in der EBL, sehr toll gemacht, sehr gut gemacht. Und sehr guter Schritt. Ich bin relativ zufrieden mit dem Punkt. Ich finde, sie waren über weite Strecken etwas besser als wir, also können wir mit dem Punkt gut leben.